Hallo und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir sind jetzt hier mit Ivo in der Wolkenstadt und schauen uns hier auch erstmal wieder um. Keine Ahnung, was mit dem Steg passiert ist. Vielleicht gab es einen Angriff oder das Ding ist einfach aus Altersschwäche abgestürzt. Keine Ahnung, was mit dem... Vielleicht gab es... Ein Luftschiff, wie man es auf einer fliegenden Pirateninsel erwarten sollte. Ich würde... Oh, nein. Ist das... die Mary? Das hieße... Verflixt. Wenn die Mary hier ist, kann er nicht weit sein. Ein Wiedersehen mit ihm ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Wenn die Mary... Oh, das ist tief. Da möchte ich nicht hinunterfallen. Warum ist das Orakel wohl ausgerechnet hierher verschlagen hat? Eine fliegende Insel voller Piraten. Nicht der sicherste Ort, wenn man seinen Kunden harte Wahrheiten offenbaren muss. Was haben wir hier noch? Butterblume hat auf dem Weg hierher tapfer gegen alle Winde gekämpft. Aber nun scheint sie am Ende ihrer Kräfte. Sie hat sich eine Auszeit verdient. Seltsam. Warum kleben hier Wasserschnecken am Steg? Vielleicht dachten sie, es ist ein Steg und zu einem Steg gehören Schnecken. Egal, ob er im Wasser steht oder in der Luft schwebt. Ich kenne diese Schnecken. Purpurschnecken werden sie genannt. Zur Verteidigung sondern sie ein Sekret ab, das stinkt und sich in der Luft purpur färbt. Es wird als Färbemittel benutzt. Aha. Ich lasse die Schnecken lieber in Ruhe. Ich will keine purpurnen Finger bekommen. Wissen wir aber jedenfalls Bescheid, wenn wir was einfärben wollen. Außerdem können wir schon mal den Hut wieder aufsetzen. So. Pfanne. Eine ziemlich verbeulte Pfanne. Sieht aus, als hätte sie eine Explosion überstanden. Hier im Inneren sind verkrustete Salzreste. Die Pfanne ist zwar verbeult, scheint aber immer noch funktionstüchtig zu sein. Meersalz. Genug für 10 schmackhafte Elfengerichte. Oder ein Piratengericht. Schnecken mögen Salz, habe ich gehört. Dann gehen wir mal in die Quasi-Stadt. Was ist denn da los? Ferner haben sie den Fez des Staatsanwalts geklaut, ihn bewusstlos geschlagen und einen Teil der Insel durch Magie beschädigt. Wir haben den blöden Affen nicht bewusstlos geschlagen. Er hat sich selber ausgenockt. Ruhe! Die Angeklagten sprechen nur, wenn sie gefragt werden. Und nennen Sie den Herrn Staatsanwalt nicht einen Affen. Dürfte ich erfahren, was hier los ist? Ivo? Rutsch, rutsch, Levo! Hallo, Vieh. Schön, dich zu sehen. Dick? Wer ist Dick? Ruhe! Dies hier ist eine Gerichtsverhandlung und kein Zirkus. Sehr schön. Ich stelle die Frage gern noch einmal. Was ist hier los? Man hat Vieh und mich grundlos festgenommen. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Die beiden haben versucht, meine Zauberlampe zu stehlen. Und sie haben meine Insel beschädigt. Außerdem haben sie meine Freundschaft missbraucht und wollten mich hier alleine zurücklassen. So wie alle anderen. Der Hässliche ist bekannt dafür. Hört, hört. Aber damit ist nun Schluss. Hier wird fair und unabhängig über beide gerichtet werden. Dann verlange ich einen Anwalt. Ruhe! Ich schätze, du bist der rote Pirat. Du hast von mir gehört. Nate hat häufiger von dir erzählt. Nur Schlechtes, hoffentlich. Vor allem, dass du ihm Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt hast, weil du dein Schiff zurückhaben wolltest. Die Mary ist nicht sein Schiff. Ich habe sie in einem fairen Spiel gewonnen. Du hast betrogen.
Ja, und zwar besser als du. Also habe ich fair gewonnen. Ruhe! Das ist Missachtung des Gerichts. Es soll auf dieser Insel ein praktisch allwissendes Orakel geben. So ist es. Allerdings sprechen Leute von außerhalb normalerweise durch Spiegeln mit ihm. Ich schätze mal, es ist in dem runden Gebäude da drüben? So ist es. Und du bist nicht hier, weil du mich bestehlen willst? Oder um deine Freunde zu retten? Nein, weder noch. Wir wollen auch gar nicht gerettet werden. Ich lasse euch Jungs jetzt alleine weiterspielen. Na, hört mal. Immerhin geht es hier um Tod oder langsamen, schmerzhaften Tod. Komm schon, Ivo. Meine Hände schlafen langsam ein. Komm hier nicht so. Du hast mich ohne ein Wort sitzen gelassen, du... Du Mensch! Oh, willst du vielleicht die Staatsanwältin sein, meine Liebe? Was ist das? Ach das ist nicht so, wie es aussieht. Nicht so, wie es... Hast du eine Wassermelone verschluckt? Also schön, ich bin schwanger. Aber ich habe nicht... Kaum bin ich weg, schmeißt du dich dem nächsten Kerl an den Hals? Ich habe mich niemandem an den Hals geworfen. Du bist einfach abgehauen. Aber nur, weil... Ich bin nicht schwanger. Lass mich einfach in Ruhe, Nate Bonnet. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ruhe! Die Angeklagten heulen nur verzweifelt auf, wenn sie dazu aufgefordert werden. Okay, schauen wir uns hier um. Nate hat oft von dieser Insel erzählt. Er hat seine Kindheit in Neu-Altdorf verbracht. Aber es war immer sein Ziel, hierher zu kommen. Tugator, die fliegende Insel der Piraten, war der Ort, an dem es ein Junge von der Straße zu etwas bringen konnte. Wenn es nach mir geht, kann er den Rest seines Lebens auf diesem Felsen verbringen. Ein Seil. Ein Seil. Ich möchte wetten, von guter Qualität. Piraten kennen sich mit sowas aus. Ein Klamottengeschäft. Ich mag keine umständlichen Kleider, wie Mutter sie mir immer aufdrängen will. Aber abgerissene Kleidung für männliche Piraten? Es muss doch auch etwas dazwischen geben. Kopftücher für Piratenglatzen, verwegene Augenklappen, abgerissene Seile als Gürtelersatz. Nein, das kann ich alles nicht gebrauchen. Moment, aber hier, so ein Haken könnte nützlich sein. Natürlich, ein Haken. Da draus machen wir uns einen... Ich müsste die Manschette des Hakens eng ums Seil knoten können. So. Hält. Ich habe den Haken stramm ans Ende des Seils geknotet. Das hält. Keine Piraten in Sicht. Dafür überall diese Steinfiguren. Man sieht keinerlei Werkzeugspuren. Die Oberflächen sind perfekt. Das gefällt mir nicht. Man sieht keinerlei Na gut. Gucken wir es hier noch. Bilder von Schiffen, Zeichnungen von Frauen mit Kleidungsfehlfunktionen und eine Petition. Nichts Interessantes dabei. Mit Kleidungsfehlfunktion kann man es auch nennen. Das Tor ist verschlossen. Ich glaube nicht, dass ich das Tor aufbrechen könnte. Und selbst wenn, würde der rote Pirat wohl seinen haarigen Schläger auf mich hetzen. Das bisschen Wasser im Trog sieht sehr dreckig aus. Als hätte sich ein Schwein darin gesuhlt. Ich habe in den Trog gelegen. Am besten machst du deinen eigenen Witz daraus. Ich nehme keine Geschenke von dir an. Das Wasser ist ziemlich dreckig.
Es wurde seit langem nicht mehr erneuert. Das Wasser ist ziemlich... Pfanne vielleicht? Oder Salz reinkippen? Ne. Piraten haben nicht viel Sinn für Schönheit. Dafür sind sie praktisch veranlagt. Hier wachsen von Kartoffeln bis Hanfpflanzen alles, was Piraten so brauchen. Ich habe keinen Hunger und ein Hanfseil will ich auch nicht flechten. Bratkartoffeln sind eine feine Sache, aber ich habe momentan keinen Hunger. Na gut. Ein Haus ohne Ecken. Das muss es sein. Eine Luke in der Wand. Nichts drin. Was? Eine Flasche? So etwas wie Kartoffelchips? Und Toilettenpapier? Enermax, der Energy Drink, gibt Energy to the Max. Plus 2 Ausdauer, minus 2 Intelligenz. Das Zeug besteht praktisch nur aus Wasser, Zucker und Farbstoffen. Und jetzt? Soll ich etwa den ganzen Krempel besorgen, damit ich reingelassen werde? Mir tun die Füße weh. Hier ist es heiß und ich habe mich gerade mit meinem Ex-Freund gestritten. Wehe, deine Informationen sind nichts wert. Okay. Wie es aussieht, muss ich eine Flasche von diesem seltsamen Energy Drink, ein paar Kartoffelchips und Toilettenpapier besorgen. Seltsame Opfergaben. Wie es aussieht, muss ich seltsam. Das Gebäude hat keinerlei Fenster. Diese Tür scheint der einzige Zugang zu sein. Nichts. Und ich sehe keine Türklinke oder dergleichen. Na gut, dann können wir hier wohl nichts mehr machen. Was können wir leere Energy Drinks? Das ist die Flasche dieses Energy Drinks. Ich glaube kaum, dass ich etwas in der Art hier auf der Insel finde. Laut Etikett sind die Zutaten im Wesentlichen Wasser, Zucker und Farbstoffe. Ja gut, da können wir ja dann direkt... Wasser... In Ordnung. Die Flasche ist voll. Dann Pflanzen sammeln jetzt. Kartoffeln für Kartoffelchips. Das ist ein Anfang. Das muss reichen. In die Pfanne. Wenn ich Kartoffelchips machen will, muss ich die Kartoffeln zunächst in dünne Scheiben schneiden. Etwas Rundes unter einem Tuch. Es bewegt sich. Was befindet sich denn unter dem Tuch? Er ist schrecklich. Der Rote will nicht damit rausrücken, hütet das Ding wie seinen größten Schatz. Eine Insel, auf der es eigentlich vor Piraten wimmeln sollte, wurde verlassen. Es gibt einige Steinstatuen. Der einzige Überlebende ist ein Sammler magischer Artefakte. Und er versteckt etwas Kopfgroßes unter einem Tuch. Der Kopf der Medusa, würde ich tippen. Er ist schrecklich. Das hatte ich auch schon vermutet. Ich ziehe nur nicht so gerne voreilige Schlüsse. Der Kopf der Medusa ist eine gefährliche Waffe. Ganze Armeen wurden mit ihm aufgehalten. Mir wäre es lieber, wenn er sich nicht im Besitz eines labilen Piraten befinden würde.
Nate hat viel von seiner alten Nemesis, dem Roten Piraten, erzählt. Einer der Kopfgeldjäger des Roten muss ihn erwischt haben. Ich meine, selbst Nate wäre nicht dumm genug, freiwillig hierher zu kommen. Entschuldigung, Herr Richter? Ja? Diese drei Zeichen über der Luke beim Observatorium... Das sind Opfergaben. Wenn man das Orakel vor einer großen Fahrt nach dem Wetter fragen will, legt man die Dinge, die das Orakel haben will, in die Luke und wird dann zu ihm vorgelassen. So ungefähr habe ich mir das schon gedacht. Das Orakel will einige ungewöhnliche Dinge haben. Das ist häufig so. Es ist ein seltsames Wesen und ziemlich unverschämt. Mehr als einmal wollten wir es von der Insel verbannen. Aber dann hat es uns jedes Mal vorhergesagt, was das für schreckliche Konsequenzen hätte. Und wir haben es gelassen. Wo soll ich die Sachen herbekommen? Alle Läden sind geschlossen. Es gab da eine Art Unfall und die Bewohner der Insel sind vorübergehend verreist. Ich behalte als Ihr vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anführer Ihre Sachen im Auge. Lass dir also nicht einfallen, etwas zu stehlen. Würde mir nie in den Sinn kommen. Oder sie sind alle versteinert. Wie läuft die Gerichtsverhandlung? Wie läuft die Gerichtsverhandlung? Nicht übel. Der Angeklagte verheddert sich in einem Netz aus Widersprüchen. Diese gesamte Veranstaltung ist doch lächerlich. Und ich bin unschuldig. Siehst du? Warum gibt es diese Gerichtsverhandlung überhaupt? Ich dachte, unter Piraten werden solche Dinge informeller geregelt. Das ist der neue Wind, der auf Tugator weht. Keine impulsiven Bestrafungen mehr. Hier herrschen Recht und Ordnung. Es ist für jedermann sicher, zurück auf die Insel zu kommen. Dem Roten sind die Piraten weggelaufen und jetzt macht er einen auf besonnener Anführer. Ruhe! Ein Richter, der beim Kartenspielen betrügt? Das stimmt nicht. Piratenpoker ist ein Würfelspiel. Und ich betrüge nicht. Früher vielleicht. Aber das hier ist das neue Tugator. Hier herrschen Recht und Ordnung. Beim Piratenpoker, da wird um hohe Einsätze gespielt, oder? Ich meine, würden wir spielen und ich gewinnen, dann schuldest du mir etwas, richtig? Theoretisch. In der Realität würde ich jedoch gewinnen und du schuldest mir dann etwas. Und was zum Beispiel? Wenn ich gewinne, dann bleibst du ein Jahr hier auf Tugator und leistest mir Gesellschaft. Und wenn ich gewinne? Wie wäre es mit... dem Leben deiner beiden Freunde? Nee, ich hätte lieber etwas Richtiges. Ein formschönes Piratenoutfit? Kleidung und Hut mit allem Drum und Dran? Das klingt schon besser. Abgemacht. Also schön. Wie sind die Regeln des Spiels? Am besten machen wir ein Testspiel. Wir beide haben einen Würfelbecher mit 5 Würfeln. Die Würfel gehen von 1 bis 5. Außerdem gibt es einen Stern, der für jede Zahl stehen kann, wie ein Joker. Würfle! Das ist jetzt aber nur ein Test, richtig? Ja, das Spiel zählt noch nicht. Wie beim normalen Poker kann man ein Pärchen, zwei Pärchen, einen Drilling, ein Full House, eine Straße und so weiter würfeln. Okay, verstanden. Ich habe ein Full House. Glaubst du mir das? Natürlich nicht. Du bist ein Pirat. Nicht so schnell. Wenn ich meinen Becher aufdecke und ich habe nicht gelogen, hast du verloren. Also, denke genau darüber nach. Sage ich die Wahrheit... Du lügst. Pech, ich habe nicht gelogen. Eigentlich hättest du jetzt verloren. Aber tun wir mal so, als wäre das nicht passiert. Nun musst du mir sagen, was du gewürfelt hast. Du kannst mir die Wahrheit sagen oder lügen. Hauptsache, du sagst etwas Höheres als ich.
Alternativ kannst du auch eine beliebige Anzahl von Würfeln aufnehmen und einmalig neu würfeln, bevor du mir sagst, was du auf dem Tisch liegen hast. Also, Würfel in den Becher legen und neu würfeln oder mir sagen, was du hast. Was soll es sein? Select die, das ist aber nicht so polished. Ja, Vierer, ne? Ich habe einen Vierling. Du lügst. Die Steine da. Pro gewonnener Partie erhält man einen. Wer als erstes drei Steine vor sich liegen hat, ist der Sieger. Wollen wir loslegen? Ich habe keine Zeit für Würfelspiele. Dann eben nicht. Ich denke, ich habe die Verhandlung lange genug gestört. Richtig. Wo waren wir? Gucken wir erstmal den Rest noch an. Mit dem Schlüssel kann man vermutlich die Büßerbalken aufschließen. Hätte ich vor, einen der beiden zu befreien, würde mich das bestimmt sehr interessieren. Selbst wenn ich wollte, könnte ich den Schlüssel nicht nehmen, solange der rote Pirat dort sitzt. Mit dem Schlüssel kann man... Hätte ich... Der Staatsanwalt scheint mit der Prozessführung etwas überfordert zu sein. Zumindest macht er keinen sonderlich professionellen Eindruck. Gäbe es hier eine Jury, müsste mich der Staatsanwalt nur kurz in den Zeugenstand rufen und Nate könnte keine Gnade erwarten. Eine schwangere junge Frau ohne Erklärung im Stich zu lassen, das macht sich nicht gut für einen Angeklagten. Er hat mich noch nicht einmal ausreden lassen. Er verschwindet einfach. Er lässt sich wieder auf irgendwelche krummen Geschäfte ein und er will mir ein schlechtes Gewissen machen? Ich helfe ihm da nicht raus. Soll er sich vom Vieh helfen lassen? Er hat mich noch nicht einmal ausreden. Er verschwindet. Naja, bla bla. Ich bin nicht sauer auf das Vieh. Zwar ist es genauso wie Nate wortlos verschwunden, aber es gehört zu Nate. Wo Nate ist, ist auch das Vieh. Zum Beispiel im Büßerbalken in einer Gerichtsverhandlung. Ach, das Vieh kommt schon klar. Egal, was diese Scharade hier ergibt. Es lässt sich nicht unterkriegen und schleift den Trottel bestimmt hinter sich her. Ach, das Vieh, egal. Okay, das hier hätten wir alles. Dann gehen wir noch zum... Ne, vom Hafen kommen wir ja her. Egal, da gehen wir noch zu den Schnecken und holen das Färbemittel. Das geht so nicht. Nehmen wir sie einfach mit. Ich weiß nicht genau, was für ein Farbstoff in so einen Energy Drink gehört. Aber was spricht gegen Purpur? Tja, dein Verteidigungsmechanismus wirkt nicht allzu gut, oder? Beruhige dich. Ich habe, was ich brauche. Das Färbemittel kommt in die Flasche. Dann gehen wir mal darüber. Das wäre einfacher, wenn ich meine Füße noch sehen könnte. Ich hätte das ja mit den Händen gemacht, aber okay. Nate und das Vieh halten nicht viel von Ordnung. In den ersten Tagen unserer Rundreise mit der Mary habe ich noch hinter ihnen hergeräumt.
Das habe ich dann aber schnell aufgegeben. Okay, schnibbel die Schnipp. In Ordnung. Ich schneide die Scheiben so dünn wie möglich. In die Pfanne. Die dünnen Kartoffelscheiben kommen in die Pfanne. So. Die Schalen habe ich dran gelassen. Das sorgt für extra Geschmack. Salz rein. Sobald ich ansonsten fertige Kartoffelchips habe, kann ich sie salzen. Vorher macht das keinen Sinn. Na gut. Das ist Nates Glückskopftuch. Er hat es immer getragen, wenn er mit der Mary in stürmisches Wetter geraten ist. Das Vieh und ich haben uns darüber lustig gemacht, dass es jedes Mal mit Glück zu tun hat, wenn Nate hinters Steuerrad tritt. Butterblume ist zu erschöpft, um mich noch viel weiter zu tragen. Aber die Mary kann ich auch nicht einfach stehlen. Sie und Nate sind ein eingeschworenes Team. Sie würde nicht auf mich hören. Nate hat mir die Grundlagen der Navigation erklärt. Naja, er hat es die Grundlagen genannt. Ich bin mir ziemlich sicher, es war alles, was er darüber weiß. Und noch ein paar Dinge, die er sich gerade ausgedacht hatte. Nachdem wir die Erzhexe besiegt hatten, kehrten wir zurück zum Tempel, wo wir die Mary zurückgelassen hatten. Wir flogen mit ihr nach Seefels und Nate feuerte 3 Salutschüsse ab. Es gab nur wenige Verletzte, aber ich bat ihn trotzdem, damit aufzuhören. Als ich Nate zum ersten Mal sah, saß er in genau diesem Käfig. Die Kopfgeldjägerin Marsas hatte ihn geschnappt. Und er schaffte es, mich davon zu überzeugen, er sei ein fähiger Luftschiffkapitän, der mir bei meiner Aufgabe helfen könne. Ich fand ihn unverschämt und großspurig und ungeschickt und irgendwie auch süß. Ich hätte mich nicht mit ihm einlassen sollen. Das Herz ist ein schlechter Ratgeber, wenn es um Liebe geht. Ich weiß nicht, was aus Marsas geworden ist. Nate hat sie in den wilden Landen irgendwie ausgetrickst. Vielleicht ist sie zurückgekommen, hat ihn doch noch erwischt und dann hierher gebracht. Wir sind damals nicht auf direktem Weg von Seefels in den Elfenhain geflogen. Wir haben einige Abstecher gemacht und uns Aventasien angeschaut. Einmal trieben wir 3 Tage und Nächte über dem Meer, weil Nate und Wilbur versucht hatten, der Dampfmaschine mehr Power zu geben. Es war wunderbar. Die Ruhe, das Meer, das Mondlicht und die beiden Ingenieure. Wie sie das Ding jeden Tag nur noch kaputter machten. Dose? Eine klebrig aussehende Dose mit irgendeiner Art von Schleim. Yum. Im Elfenhain haben wir keine Maschinen. Aber Wilbur erzählte mal etwas davon, wie er als Kind dafür zuständig war, alle Maschinen im Gnomenbau zu ölen und zu fetten. Ich könnte mir vorstellen, das Zeug in der Dose ist solch ein Schmierfett. Die Stimme ist ein wenig leise im Vergleich zur Musik hier. Die Dose ist noch rund zur Hälfte mit öligem, schleimigem Schmierfett gefüllt. Öl und Fett werden zwar tatsächlich beim Kochen eingesetzt, aber ob das gemeint ist? Was soll's? Was soll's? Okay. Prinzessin Ivo? Was tust du denn hier? Hallo, Mary. Bist du hier, um Kapitän Nate erneut das Herz zu brechen? Hat er dir das erzählt? Er hat mich verlassen. Einfach so. Das ist doch lächerlich. Er liebt dich. Er ist voller Hoffnung von Bord gegangen. Und 30 Minuten später war er ein anderer Mensch. Du hast Nein gesagt, richtig? Er wollte mir also in der Nacht einen Heiratsantrag machen? Er hatte einen Ring. Und er hat sich einen feinen Anzug aus dem Schrank da genommen.
Ja, ein Antrag mit allem drum und dran. Er war so nervös. Er hat den ganzen Tag heimlich geübt. Mindestens 100 Mal hat er mich gefragt. Und ich musste sagen, wie es mir gefiel. Mich hat er kein einziges Mal gefragt. Nicht? Ich war überzeugt, deine Ablehnung war der Grund für unsere plötzliche Abreise. Ich habe einige unschöne Dinge über dich gesagt. Aber Kapitän Nate wollte davon nichts hören. Als er mit dem Ring die Kajüte verließ, habe ich ihn zum letzten Mal glücklich gesehen. Er ist einfach verschwunden, ohne ein Wort. Und einen Heiratsantrag habe ich nie bekommen. Aber es muss doch etwas vorgefallen sein. Warum sollte er einfach gehen? Ich wachte auf und wollte rüber zu ihm. Aber Mutter fing mich ab. Sie erklärte mir, Nate sei in der Nacht ohne Nachricht verschwunden. Ich war mir sicher, dass es nur ein Missverständnis war und er zurückkehren würde. Aber er kam nicht. Oh, Schätzchen, das ist ja schrecklich. Erst war ich verzweifelt, dann wütend. Irgendwann habe ich mir selber Vorwürfe gemacht. Ich bin eine moderne Elfenprinzessin. Warum heule ich wie eine dumme Göre, nur weil mich ein Kerl verlassen hat? Und was hat euch nach Tugator verschlagen? Kapitän Nate ließ sich in Bonzing mit einem kleinen Kopfgeldjäger ein. Ein Gnom, glaube ich. Ich wollte es kaum glauben, als er mir den Kurs gab. Aber er meinte, es sei sehr wichtig. Das Wichtigste auf der ganzen Welt. Eine verfluchte magische Lampe war ihm also das Wichtigste, hm? Als Tugator am Horizont erschien, hat Nate sich vom Kopfgeldjäger in Ketten legen lassen. So wie ich vom roten Piraten in Ketten gelegt wurde, als wir die Insel schließlich erreichten. Am nächsten Tag spürte ich, wie die Kette sich löste. Dann gab es viel Geschrei und Lärm. Und seitdem frage ich mich, was los ist. Und dann kam ich die Treppe hinunter. So ist es. Die Prinzessin, die meinem Kapitän so viel Kummer bereitet hat. So dachte ich zumindest. Was immer der Grund für seine Flucht war. Er hätte mir nicht einfach ohne Erklärung den Rücken kehren dürfen. Nicht, dass ich ihn verteidigen will. Aber vielleicht hat er kalte Füße wegen eures Kindes bekommen. Ich wusste gar nicht, dass ihr schwanger seid. Ich gratuliere euch. Oh, das Kind ist nicht von ihm. Was? Du verlogenes Miststück! Meinem Kapitän Nate schöne Augen machen und dann mit anderen herumhuren? Und ich, gutgläubige Schnepfe, hätte dir deine Lügen beinahe abgenommen. Na, warte! Ungefähr so hat Nate auch reagiert. Ich habe und hätte ihn nie betrogen. Meine Schwangerschaft ist mir selbst noch ein Rätsel. Aber danke für euer Vertrauen. Die Mary ist genau wie Nate. Sie zieht einfach falsche Rückschlüsse und gibt mir keine Gelegenheit, mich zu erklären. Das ist so unfair. Sehr schönes Bild von dem Vieh. Die Mary ist genau wie... Das ist so unfair. Das Vieh schüttet Unmengen Zucker in seinen Tee. Das hat es von Nate. Sie haben beide den Sinn des Teetrinkens nicht verstanden. Man erhitzt Wasser, gibt Tee hinzu und tut dann so, als würde es nach irgendetwas schmecken. Zucker und Milch stören da nur. Eine gute Handvoll. Das muss reichen. Dann packen wir das auch noch da rein. Das. Eine nicht zu unterschätzende Menge Zucker. Grundlage vieler Getränke. Und ich gehe jetzt mal hin. Und mach die Musik einen Ticken leiser. Ja, einen ganzen Ticken. Die ist hier etwas laut geraten. Im Ofen glüht ein ganzer Haufen Kohlen. Vielleicht nicht genug, um der Mary Dampf zu machen. Aber sicherlich genug, um ein halbes Schwein mit Erdbeermarmelade und sauren Gurken zu grillen. Mhm. Habe ich das gerade gesagt? Dann rein damit. Also schön. Große Hitze, kochendes Fett und dünne Kartoffelscheiben. Sollte funktionieren.
Oh ja, man riecht es schon. Fertig. Wenn ich nicht wüsste, dass wieder nur meine Hormone sprechen, ich würde mir glatt ein paar davon genehmigen. Okay, Salz drauf. Als krönender Abschluss kommt noch das Salz auf die Chips. Fertig. Kann man das anziehen? Kann auch nicht kombinieren. Wir hatten viel Spaß mit dem Schrank. Oder vielmehr mit den Kostümen da drin. Wir haben jeden Abend eine kleine Modenschau veranstaltet. Vor allem Vieh und Wilbur sahen die meiste Zeit zum Schreien aus. Eine schöne Zeit. Ich will nicht im Schrank herumstöbern. Zu viele Erinnerungen. Chaos, wohin das Auge blickt. Nate ist und bleibt ein Pirat. Und daran wird sich nichts ändern. Da haben wir noch was. Nate behauptet immer, er hätte den Schminktisch des roten Piraten noch nicht rausgeschafft, weil er nicht durch die Luke passe. Aber meine Theorie ist, dass sich der feine Herr selber ganz gerne von Zeit zu Zeit im Spiegel betrachtet. Nate behauptet immer, er hätte den Die Mary ist... Das ist so... Okay, was passiert denn, wenn wir uns die Verkleidung aufsetzen? Die Mary ist... Das ist so un... Nate behauptet immer... Aber... Ne. Okay, dann gibt's hier nichts mehr. Ist auch nichts mehr. Hier gibt's eh nichts. Keine Ahnung, was mit dem Steg passiert ist. Aber ich habe eine ziemlich klare Vorstellung davon, wer dafür verantwortlich sein dürfte. Toilettenpapier fehlt noch. Ich helfe ihm da nicht raus. Soll er sich vom... Entschuldigung, Herr Richter? Ja? Ich denke, ich habe die Verhandlung lange genug gestört. Richtig. Wo waren wir? Okay, also dem ist die Verkleidung ziemlich egal. Ja, dann müssen wir jetzt wohl pokern. Dann werde ich hier mal speichern. Ich habe leider keine Ahnung, ja, wie die Pokerblätter überhaupt gewertet werden. Wegen... Ja. Lust auf eine Runde Piratenpoker? Immer. Mal davon abgesehen, dass er vermutlich ja noch betrügt. Ich habe einen Drilling. Glaubst du mir das? Ich glaube dir. Also schön. Würfle erneut oder sage mir, was du hast. Ich habe einen Fünfer. Du lügst. Damit habe ich gewonnen, würde ich sagen.
Wir haben quasi nichts. Sagen wir mal, dass wir eine Straße hätten. Oder zwei Pärchen. Ich habe zwei Pärchen. Haben wir, ja. Ich glaube dir. Ich habe einen Drilling. Glaubst du mir das? Ich glaube dir. Also schön. Würfle erneut oder sage mir, was du hast. Haben wir doch. Ach so, weil wir jetzt mehr haben müssten. Ich habe ein Full House. Du lügst. Oh, verloren. Nächstes Spiel. Ich habe einen Drilling. Glaubst du mir das? Ich glaube dir. Also schön. Würfle erneut oder sage mir, was du hast. Anzahl 3, 4, 5. Wir haben eine Straße. Ich habe eine Straße. Ich glaube dir. Ich habe einen Vierling. Glaubst du mir das? Du lügst. Damit brauche ich nur noch einen Sieg. Nächstes Spiel. Ich habe einen Fünfer. Du lügst. Ha! Damit habe ich gewonnen. Du musst ein Jahr auf Tugator bleiben. Klar, was auch immer. Darauf kann er lange warten. Ich habe nicht Prinzessinnen Ehrenwort gesagt. Entschuldigung, Herr Richter? Ja? Wegen des Piratenpokers. Ja? Lust auf eine Runde Piratenpoker? Immer. Das heißt, wir können das einfach revidieren, oder was? Ich habe einen Drilling. Glaubst du mir das? Ich glaube dir. Also schön. Würfle erneut oder sage mir, was du hast. Ich habe einen Vierling. Ich glaube dir. Ich habe einen Fünfer. Glaubst du mir das? Du lügst. Damit habe ich gewonnen, würde ich sagen. Besonders tolles Spiel ist es ja nicht.
1, 2, 3, 4, 5. Wir haben also eine Straße. Ich habe eine Straße. Ich glaube dir. Ich habe einen Vierling. Glaubst du mir das? Du lügst. Huch, wieder gewonnen, oder? Ich habe zwei Pärchen. Glaubst du mir das? Ich glaube dir. Also schön. Würfle erneut oder sage mir, was du hast. Ja. Ich habe einen Vierling. Ich glaube dir. Ich habe einen Fünfer. Nee. Glaubst du mir das? Du lügst. Sage einmal, wenn ich drei Steine habe und du hast gar keine, was genau bedeutet es noch? Das. Du hast betrogen. Habe ich nicht. Und wenn du nicht willst, dass jeder von unserem kleinen Spiel erfährt, würde ich an deiner Stelle keine Szene veranstalten. Aber... Mein Gewinn? Danke. War mir ein Vergnügen. Naja, okay. Was haben wir bekommen? Piratenoutfit. Und jetzt? Der Herr Richter muss sich auf seinen Prozess konzentrieren. Besser, ich lasse ihn in Ruhe. Er hat mich noch nicht einmal ausreden lassen. Er verschwindet. Ach, das ist egal. Toilettenpapier braucht man noch. Die Medusa verwandelt jedes Lebewesen zu Stein, das sie betrachtet. Das ist ein uralter Zauber, tausende Jahre alt. Ich würde den armen Menschen gerne helfen. Aber diese alte Magie ist sehr mächtig. Damals kannten die Menschen die Naturgesetze noch nicht. Die Magie konnte praktisch tun und lassen, was ihr gefiel. Gehen wir hier nochmal hoch. Vielleicht können wir da schon mal Sachen abgeben. Das wäre das. Dann das. Das ist Nates Lieblingskopftuch. Ich kann doch nicht... Toilettenpapier. Viel Spaß damit. Also schön. Sesam, öffne dich. Du willst mich wohl verarschen. Ich werde einen Dreck tun und dir verf***tem die in den schieben. Es tut mir leid. Ich sollte mich nicht so aufregen. Noch einmal sachlich. Wenn du jetzt nicht sofort diese Tür öffnest, werde ich dafür sorgen, dass dieses Gebäude 3000 Meter unter uns auf den Felsen zerschellt. Dann werde ich alles auf dieser Insel anzünden und die brennende Insel auf deinen zerbrochenen Körper hinabstürzen lassen. Und danach werde ich wütend. Ich sehe, wir haben uns verstanden. Oh ja, Erdbeertorte. Oh nein, Schätzchen. Oh, er wird dich nur betrügen. Du bist also dieses Orakel. G-
Gut geraten, Prinzessin Ivo. Du bist kleiner, als ich gedacht habe. Was sollte das mit diesen Opfergaben? Meinst du, ich spiele den Laufburschen für dich? Hast du doch bereits. Ich kann diesen Raum nicht verlassen. Biete eine wertvolle Dienstleistung. Und irgendwer muss ja meine Einkäufe erledigen. Oh, nicht die Tür! Rechts, rechts! Die Piraten haben dich also mit allem versorgt, was du zum Leben brauchtest? So ist es. Aber dann ist der Rote durchgedreht und hat sie mit dem dämlichen Kopf von der Insel vertrieben. Deswegen muss ich mich jetzt mit gefärbtem Zuckerwasser und Ekelchips herumschlagen. Du hast das mitbekommen? Natürlich, ich sehe alles. Aber in der Not... Ja, heirate sie ohne Ehevertrag, das ist bestimmt eine gute Idee. Was für ein Spiel spielst du? Du hast mir im Elfenhain gesagt, ich würde früher oder später hierher kommen. Also, kannst du die Zukunft sehen? Die Spiegel zeigen manchmal die Zukunft oder mögliche Varianten der Zukunft. Warum hast du Wilbo oder den Erzmagier nicht davor gewarnt, was passieren würde? Wie hätte ich auf mich aufmerksam machen sollen? Außerdem beobachte ich nur. Ich greife nicht ein. Ach, lass ihn heulen. Er hat es verdient. Du greifst jetzt ein. Aber nur, weil es unbedingt nötig ist. Oh, ein Schiff! Wir sind gerettet! Ich habe den Frosch bei mir. Den Erzmagier, meine ich. Ich habe den Kampf gesehen. Spektakulär! Das kleine Mädchen und Wilburs Zauberstab. Hättest du das gedacht? Wie können wir Meister Alistair zurückverwandeln? Oh, das ist nicht so einfach. Er wurde nicht einfach in einen Frosch verwandelt. Er ist nun ein Frosch. Geh nicht, Johnny! Sie braucht dich! Aber er kann zurückverwandelt werden? Vielleicht. Sein Bewusstsein und seine Seele sind an einem anderen Ort, aber noch sind sie durch eine schwache Brücke mit dem Frosch und dieser Welt verbunden. Also besteht Hoffnung? Ja, aber nur geringe. Du musst BÄM! Mitten ins Gesicht! Das tat weh. Wie können wir den Geist des Erzmagiers zurück in diese Welt holen? Der rote Pirat besitzt einen magischen Kompass. Er deutet immer in die Richtung dessen, was der Besitzer am meisten begehrt. Im Falle des Erzmagiers hoffentlich einen Weg zurück ins Leben. Im verschollenen Buch der Toten steht, wie man einen Geist zurück in diese Welt rufen kann. Doch ohne einen Lebensfunken wird er sofort wieder vergehen. Ein magischer Kompass, ein verschollenes Buch und ein Lebensfunke. Klingt nicht nach einem Spaziergang. Deswegen habe ich dich hierher gelockt. Oh nein! Nein, nein, nein! Du brauchst sie, Ivo. Du schaffst diese Aufgabe nicht ohne die beiden. Alles schön und gut. Die Frage ist, kann ich dir vertrauen? Was ist das denn für eine seltsame Frage? Egal, was ich antworte, du weißt es danach immer noch nicht. Vielleicht sagst du mir diese Dinge nur, weil dir langweilig ist und du Chaos stiften willst. Es passiert genug Spannendes auf der Welt. Ich will nur, dass es so bleibt. Wie meinst du das? Verwandle den Erzmagier zurück. Er kann es dir sagen. Du sagtest, das Buch der Toten sei verschwunden. Gibt es einen Anhaltspunkt, wo es sich befinden könnte? An einem Ort ohne Spiegel. So viel ist sicher. Es wurde in der legendären Wüstenstadt Lorem Ipsum aufbewahrt und ist mit ihr in der Umzu-Wüste untergegangen. Mehr ist nicht bekannt. Lorem Ipsum. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Eine sehr alte Stadt, die irgendwann den Kampf gegen den Sand verloren hat. Ich werde sie aufspüren und in ihr das Buch der Toten. Ich werde die drei Dinge besorgen und den Erzmagier zurückverwandeln. Alleine? Nein, wirst du nicht. Ich habe eine Zukunft gesehen, in der du scheiterst, Ivo. Eine Zukunft, die du nicht erleben willst. Aber es ist nur eine mögliche Zukunft. Das ist richtig. Aber willst du riskieren, dass sie eintritt, nur weil Nate dir auf die Nerven fällt? Er fällt mir nicht nur auf die Nerven. Ich weiß. Es ist... Was? Das ist doch niemals eine wertvolle Antiquität.
Also gut. Ich werde die beiden da raushauen. So einfach ist das nicht. Du vergisst den Kopf. Den Kopf der Medusa? Ich habe ihn gesehen. Zum Glück nur durch meine Spiegel. Er ist schrecklich. Wenn du versuchst, Nate und das Vieh mit wehenden Fahnen zu befreien, würde der Rote den Kopf enthüllen und dann kann kein Zauber dieser Welt euch retten. Was schlägst du vor? Du musst die Gerichtsverhandlung gewinnen. Erscheint dir das bei dem Richter nicht ein wenig unwahrscheinlich? Nicht mit der richtigen Verteidigungsstrategie. Den kannte ich noch nicht. Hallo, bei der Sache bleiben. Wie soll ich den Roten von Nates Unschuld überzeugen? Zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass jeder einzelne Anklagepunkt sehr berechtigt ist. Natürlich hat Nate alles getan, was ihm vorgeworfen wird. Aber war es auch seine Entscheidung? Wie meinst du das? Wenn jemand von einem Voodoo-Fluch kontrolliert wird und dann jemanden umbringt, ist dann er der Mörder oder der, der die Puppe kontrollierte? Den Salat würde ich nicht essen. Was haben Voodoo-Puppen mit Nate und dem Diebstahl der Lampe zu tun? Tritt als seine Verteidigerin auf und sage dem Roten, Nate sei von einer höheren Macht kontrolliert worden. Der Rest wird von ganz allein passieren. Das ist doch verrückt. Vertraue mir, ich kann durch alle Spiegel sehen. Und außerdem liebe ich Gerichtsdramen. Also schön, dann gehe ich jetzt raus und... Psst! Er macht dir einen Heiratsantrag? Tja, danke für deine Hilfe. Okay, hier können wir auch noch ein paar Sachen angucken und nochmal mit dem reden. Ich werde aber hier erstmal einen Schnitt machen und dann schauen wir, dass wir den Nate beim nächsten Mal befreien. Bis dann!